zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Nadine von Stempelmami und heute möchte ich mit euch diese kleinen Papiertüten hier basteln. Das sind sogenannte Giftbags oder kleine Goodiebags oder halt eben so kleine Papiertüten. Und zwar wollte ich unbedingt diese Quasten hier verwenden. Die habe ich beim Aufräumen gefunden und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich jetzt wirklich mal ganz viele Reste wegarbeiten möchte. Denn ihr kennt das ja mit Sicherheit. Ja, man hat so viele Sachen irgendwie zu Hause und man steckt sie dann in eine Schublade und dann sind sie irgendwie weg und dann beachtet man die gar nicht mehr. Und ich finde das einfach zu schade und ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr, dass ich das wirklich einfach mal wegarbeite und wollte euch einfach mal eine Idee zeigen, wie man solche Quasten verwenden kann. Und ich habe quasi die Farben dieser Verpackungen wirklich den Quasten angepasst. Ich zeige euch die einfach mal so, und zwar sind das die hier, das sind die Quasten mit Stil und Klasse heißen die. Die findet ihr noch aktuell im Mini-Katalog. Und zwar ist das einmal die Farbe Blütenrosa, Flüsterweiß und Faungrün. Und da ich ja die beiden Farben ja mal sehr bevorzuge, habe ich jetzt natürlich auch diese beiden Farben auch verwendet. Und als kleinen Kontrast habe ich dann hier nochmal das Lindgrün mit dazu genommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Farben wirklich einmal ganz schlicht in Weiß gehalten. Also Weiß, weil die weiße Quaste hier ist. Und dieses Blütenrosa dann auch mit einem Blütenrosa-Karton. Hier könnt ihr sehen, habe ich diese Sterne, habe ich hier embossed auf dieser Tüte. Denn ich wollte, eigentlich hatte ich überlegt, ob ich das Papier präge. Dann bin ich von dem Prägen aber wieder weg und habe dann gesagt, okay, ich emboss das dann, weil ich wollte unbedingt mal wieder stempeln oder beziehungsweise auch embossen. Und ich finde ja dieses Embossen sowieso so schön. Und dann habe ich diese Verpackung hier mit dieser Farbe, also farbiges Papier, einfach embossed. Und ich finde, das macht richtig schön was her. Gerade mit diesem weißen Embossingpulver sieht das immer schön und edel aus. Und hier habe ich dann einfach nur gestempelt. Und in diese Tüte passen ganz kleine Goodies rein. Auch ihr kennt alle unseren Tombow-Kleber. Also als kleines Geschenk kann man den auch gerne mal an Bastlerinnen abgeben oder verschenken. Und ich finde, die kann man immer nett verpacken. Und der passt auf jeden Fall hier in diese Tüte rein. Und wie ich die gebastelt habe, das zeige ich euch jetzt. Ich lege die beiden Tüten mal einfach hier oben in die Ecke. Dann könnt ihr sie noch so ein bisschen, hoffe ich, sehen. Lasst sie noch so ein bisschen immer an der Kamera bleiben. Okay, dann lese ich es so hin. So, und dann fangen wir an. Wir nehmen uns einen Farbkarton. Ihr könnt natürlich auch Designerpapier verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Und zwar hat der Farbkarton ein Maß von 17 cm in der Länge und 15 cm in der Breite. So. Und dann nehmen wir uns hier den Papierschneider her, denn wir müssen jetzt ein bisschen falzen. Huch, hätte ich noch Papier übrig. So. Und dann nehmt ihr den Farbkarton und legt ihn mit der 17 cm Seite in den Papierschneider. Und dann wird gefalzt bei 4,5 cm anlegen, falzen, weiterschieben bis 7,5 cm, falzen, weiterschieben bis nach 12 cm, wieder falzen und nochmal weiterschieben bis 17 cm, Entschuldigung, bis 15 cm und nochmal falzen. So, dann ist diese Seite schon fertig. Dann drehen wir den Farbkarton um 90 Grad nach links, legen den hier bei 12 cm an und dann wird auch noch einmal gefalzt. So. Dann kann der Papierschneider kurz zur Seite gelegt werden. So, und dann falten wir alle Falzlinien einmal kurz nach. So. Einfach kurz eben nachfalten. Und hier unten noch für den Boden. So, und dann ist der Farbkarton schon fertig gefalzt und gefalten. Was wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier so einen farbigen Farbkarton hernimmt und ihr wollt ihn embossen, dann bitte erst falten und falzen, bevor ihr embosst. Denn wenn ihr das vorher macht, also ihr embosst oder beziehungsweise bestempelt den Karton vorher mit Embossingpulver und föhnt den dann, dann könnt ihr euch beim Falzen, ich sag mal, dieses Embossingpulver so verziehen. Das heißt also, wenn ihr hier nachher mit dem Falzbein hier so drüber wischt über dieses Embossingpulver, dann verschmiert euch das. Also wenn das noch nicht richtig, gerade wenn es nicht richtig angetrocknet ist oder noch ein bisschen feucht ist,
Und ihr geht dann mit dem Falzband hier so drüber und zieht dann so eine Rille, dann verschmiert euch dieses Embossingpulver. Und das wäre einfach zu schade, denn es sieht einfach so schön aus, wenn das so embossed ist. Also, wenn ihr embosst einen farbigen Farbkarton, dann bitte erst falzen und falten und dann embossen. Beim Stempeln ist es eigentlich egal, obwohl man eigentlich auch erst sagt, man sollte vorher stempeln, bevor man falzt. Denn man, ja, hier, ihr seht ja hier diese Falzrillen, die hier entstanden sind, oder diese Falten. Und es kann schon mal sein, dass hier der Stempelabdruck dann nicht mehr, ja, so vernünftig aussieht. Aber wir machen es jetzt mal andersrum. Also es ist auch kein Problem, wenn man das jetzt mal nicht so macht. Aber ich wollte euch den Tipp einfach nur mal eben geben, so dass ihr das Bescheid wisst. Also ich habe jetzt hier die Sterne hergenommen und die Sterne findet ihr im Stempelset, alles im Block. Es ist leider auf der Auslaufliste und ich finde das ein sehr schönes Set. Also solltet ihr euch das nochmal gönnen wollen. Noch kann man es bestellen, also es ist noch bestellbar, sollte es so sein. So, und ich habe jetzt natürlich den Farbkarton bzw. das Stempelkissen in Blütenrosa hergenommen. So, und dann stempel ich jetzt einfach hier die Sterne auf. Diese Seite ist unsere Klebelasche, die brauchen wir nicht bestempeln und hier unten den Boden auch nicht. Wer es natürlich mag und den Boden auch noch bestempeln möchte, der kann das gerne machen. Ich lasse es immer weg, denn ja, auf den Boden guckt ja selten jemand. So, und dann stempel ich hier die Sterne einfach drauf. So. Einfach hier wahllos drauf losstempeln. Ups. Okay, war nicht genug Farbe drauf. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Ja, hier könnt ihr diesen Effekt sehen. So, das, was ich euch gezeigt habe hier. Wenn ihr halt stempelt und ihr habt halt ja vorher gefalzt, dann kann das passieren, dass der Stempelabdruck hier nicht ja richtig abgedrückt wird. Aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also es ist nur wirklich dann erst stempeln und dann später falzen. So, hier mache ich noch einen hin. Genau. So, das war es dann schon. So, jetzt schneiden wir die Verpackung zurecht. So, und zwar schneiden wir jetzt hier an der ersten senkrechten Falzlinie von der rechten Seite aus gesehen, die schneiden wir jetzt bis zur ersten waagerechten Falzlinie ein. Dann drehen wir den Farbkarton kurz um und schneiden dann so einen kleinen Keil hier raus und diese kleine Lasche weg. Und hier oben schneiden wir einfach auch so einen ganz schrägen Keil bis zu dieser Falzlinie einfach raus. So, das wird unsere Klebelasche. Dann schneiden wir hier die nächste senkrechte Falzlinie auch einfach ein, bis zur waagerechten Falzlinie einschneiden und dann nochmal zwei Keile so wegschneiden, einmal auf der linken Seite, einmal hier nochmal kurz auf der rechten Seite. Das werden unsere Klebelaschen für die Box. Da kann man ruhig einen Keil reinschneiden. So, bei der nächsten Falzlinie wieder bis zur ersten waagerechten Falzlinie einschneiden, wieder mit einem Keil hier rausschneiden und die letzte senkrechte Falzlinie bis zur waagerechten Falzlinie einschneiden und dann auch hier wieder einen kleinen Keil rausschneiden. So, dann drehen wir den Farbkarton um, klappen uns die Klebelasche nach innen. So, dann nehmen wir uns einen Flüssigkleber her. Ich hoffe, hier ist noch genug drin. Ich habe schon ein bisschen geklebt heute. So, und dann einfach Flüssigkleber auftragen. Ihr wisst es ja, alles, was auf Spannung steht. Am besten mit Flüssigkleber oder ganz festem doppelseitigen Klebeband und dann dürfte das auch nicht mehr auseinandergehen. So, und jetzt faltet ihr einfach nicht an der ersten senkrechten Falzlinie, sondern an der zweiten waagrechten Falzlinie, schlagt ihr den Karton einfach von der linken zur rechten Seite nach um, bis auf die Klebelasche drauf. So, und da wir ja richtig gefalzt haben, sollte das auch passen. Also ihr könntet jetzt den Karton so ein bisschen hin und her schieben. Und das sollte eigentlich dann, wenn wir richtig gefalzt haben und die Maße richtig beachtet haben, sollte das alles wunderbar passen. So, einfach drüber gehen. Und dann ist die Verpackung so schon fertig. So, jetzt kleben wir den Boden zusammen. So, und dafür stelle ich mir die Verpackung dann so hin, dass ich hier mich so ein bisschen an diesem karierten Papier hier orientiere. Da könnt ihr auch einen College-Block nehmen, wenn ihr jetzt dieses Papier hier nicht habt. Einfach irgendwas Kariertes, dass ich dann sehe, wenn ich hier den Boden zusammenklebe, ja, dass der nachher nicht so schief zusammengeklebt ist, so, sondern wirklich gerade.
Und das wäre ja zu schade, wenn die Box jetzt ein bisschen schief ist. Aber ja, schief ist manchmal auch nicht so verkehrt. Also einfach auf die Seitenlaschen hier links und rechts nach innen einschlagen. Kleber drauf. So, dann benetze ich hier unten die Lasche mit Kleber. Klappt das einfach so um. Und dann nochmal die obere Seite mit Kleber benetzen. Und auch umschlagen. So, und dann gucken, dass es ungefähr gerade ist. Ja, so sieht es ganz gut aus. So, und dann drehe ich den Farbkarton um und gehe von innen nochmal kurz mit dem Falzbein rein. Drücke das nochmal eben kurz nach. Ja, und dann ist die Box eigentlich schon fertig. So, und dann drücke ich einfach hier mit den beiden Fingern, Zeigefingern, die Lasche nach innen ein, beziehungsweise die Seiten nach innen eindrücken. Und gleichzeitig dann vorne und hinten die beiden Vorder- und Rückseite zusammendrücken, sodass hier die Kanten bündig aufeinander liegen und hier das seitlich auch passt. Das braucht er einfach nur zusammendrücken, da braucht man auch vorher nicht großartig falzen. Und dann geht er einfach hier mit dem Zeigefinger in diese Seite hier rein, drückt das ein bisschen zurecht und dann habt ihr auch schon diese Tütenform erreicht. So, die stelle ich jetzt mal kurz eben an die Seite. So, und jetzt machen wir noch die Verschlusslasche. Die habe ich jetzt nicht aus dem Farbkarton. Da habe ich jetzt einfach, ja, ihr kennt mich ja, ich stanze ja immer gerne was aus. Das habe ich euch ja schon erzählt. So, und zwar habe ich jetzt hier genommen eine Stanzform. Und zwar sind das die Stanzformen raffiniert bestickte Rahmen. Das sind diese hier. Und dann habe ich hier diesen Rahmen hergenommen. Ja, ihr kennt mich, ich mag ja diese Stickränder sehr gerne. Und das hat jetzt auch wunderbar hier zu dieser Box gepasst. Den habe ich mir jetzt hier schon ausgestanzt. Solltet ihr die jetzt nicht haben, muss ich mal eben schauen. Ich hatte euch hier gerade, ach hier, genau, ich hatte euch eine kleine Vorlage erstellt. So, und zwar könnt ihr auch ein Rechteck zurechtschneiden. Und zwar das Rechteckenmaß von 5,8 x 4,3 cm. Und dann setzt ihr euch hier und hier einen Markierungspunkt bei 2,3 cm. Und von den Ecken aus immer 1,3 cm auch jeweils an der Oberseite und an der Unterseite einen Markierungspunkt setzen. Also immer hier bei 1,3 cm, immer von der Ecke aus bis hier. Zieht euch dann mit dem Bleistift oder eventuell auch schon direkt mit dem Falzbein einfach so eine Markierungslinie und könnt das dann so mit der Schere zurechtschneiden, dass ihr dann auch diese Form dann habt. Wer jetzt, sagen wir, diese Stanzform jetzt nicht hat, kann das eventuell als Alternative hernehmen. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Also Alternativen gibt es ja immer. Ihr wisst es ja mittlerweile. So, und zwar nehme ich jetzt hier einfach meine Stanzform. So, diesen Rahmen. Und dann lege ich den hier mit dieser Kante bei 1,5 cm an. Ne, ihr seht hier die 1,5 cm. Das ist jetzt nur grob mit dem Augenmaß. Ne? Also es ist jetzt nicht hundertprozentig. Sondern nehme ich einfach meinen Falz und setze da eine Falzlinie, schlage das dann kurz um und gehe hier kurz mit dem Falzbein rüber. So, und dann stanze ich hier unten in die Spitze ein Loch. Nehme da einfach eine Lochzange, ich muss mal eben gucken, dass das so gerade ist, so. Dann stanze ich hier so ein Loch rein. Dann nehme ich jetzt hier diese Quaste und binde die jetzt mit einer Kordel fest. Ihr könntet auch, ja, diese Quasten, die haben so einen Ring und ist hier unten drin. Also wenn er den umdreht, hat er so eine kleine Öffnung. Dann könnte man die Öffnung auch, den Ring auseinanderbiegen und die Öffnung dann hier, beziehungsweise mit der Öffnung dann den Ring hier so dranhängen. Das würde auch gehen, fand ich persönlich jetzt aber, ja, ein bisschen zu kompliziert. Ich mag es ja dann immer doch lieber einfacher, weil man muss echt eine Zange nutzen, um diesen Ring auseinanderzuziehen. Und deswegen nehme ich hier einfach eine Kordel, fädel die hier ein, ne, von hinten einfach einfädeln hier. Die Quaste durchbinden oder mit dranhängen an die Kordel, so, dann einfach nur einen Knoten rein. Also ich mache wirklich einen richtigen Knoten, so, damit die Quaste auch nicht rausrutschen kann, und dann einfach wieder nur ein Schleifchen um die Kordel gebunden. So. Ein bisschen zurechtziehen. So, dann ist das auch schon fertig. So, und ich finde, das sieht echt nett aus. Also wenn man dann so eine kleine Verschlussklappe hat, so,
Dann finde ich, das ist eine ganz süße Idee. Es erinnert mich ja an die Gardinen von früher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die hatten auch immer solche, also früher meine Oma, weiß ich auf jeden Fall, die hatte eine Gardine, da war halt auch so eine Schlaufe drum und die hatten unten auch immer solche Quasten. Und ich finde das einfach, ja, es sieht ganz nett aus. Da waren natürlich noch andere Farben, Farben früher modern, aber wir arbeiten ja jetzt mit diesen Farben, von daher haben wir ja viel schönere Farben als früher. So. Wie ihr sehen könnt, habe ich ja hier noch so ein kleines, ja, Embellishment angebracht mit so einer kleinen Blume. Das mache ich jetzt hier natürlich auch. Und zwar habe ich jetzt hier den Wellenkreis, den 1,3 Zoll Wellenkreis hergenommen. Die sind gerade im Angebot. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gerade aktuell noch bestellbar sind. Und zwar habe ich hier den Farbkarton in Lindgrün hergenommen, habe einfach diesen Wellenkreis ausgestanzt. Ich sage euch jetzt mal kurz eben noch das Zentimetermaß, damit ihr das ungefähr wisst. Und zwar hat der einen Durchmesser von circa 3,5 cm. So, dann habe ich hier die 1,25 Zoll Kreisstanze. Damit stanze ich mir dann auch eben einen Kreis aus. Und der Kreis hat einen Durchmesser in Zentimeter von circa 3,2 cm. So, und den klebe ich jetzt mit einem Dimensional einfach hier auf den Wellenkreis auf. So, einfach anbringen. So, mal eben gucken, dass das so richtig ist. Genau, so. Dann sieht das so schon mal aus. So, dann habe ich natürlich hier noch so ein kleines Blümchen angebracht. So, und da habe ich wieder den Farbkarton in Blütenrosa hergenommen und habe dann hier die Stanze Kleine Blume verwendet. Ihr könnt natürlich auch andere Stanzen verwenden. Mit Sicherheit geht auch ein hübscher Schmetterling, den ihr nehmen könnt. Oder was auch immer, also da sind eure Fantasien wieder keine Grenzen gesetzt. Diese Stanze wird es im neuen Jahreskatalog wieder geben. Sollte einer Interesse haben, kann man die bald wieder bestellen. So, da stanze ich einfach drei Blüten aus. So, und dann nehme ich einfach eine Stempelmatte her, lege mir die Blüten hier drauf. So, und gehe dann einfach mit so einem, ja, Falzbein, der so eine Kugel hat. So, einfach hier in der Mitte einfach so drüber reiben und dann seht ihr schon, dass die Blumen sich automatisch so nach oben wölben. Das ist gewollt. Wenn ihr jetzt so eine Kugel nicht habt, könnt ihr auch so ein Falzbein hernehmen. Hier müsst ihr wohl nicht aufpassen, dass ihr nicht so fest so drückt, weil das Falzbein ja so eine Spitze hat. Da kann der Farbkarton kaputt gehen. Ihr könnt auch hier, ja, ich sag mal so, die Rückseite eines Bleistiftes nehmen. Die ist ja meistens auch so ein bisschen rund oder angewölbt. Auf jeden Fall, ne, dass ihr dann hier so reingeht. Das geht auch. So, dass die kleinen Blümchen so eine kleine Wölbung haben. Und die klebe ich jetzt, die drei Blüten klebe ich jetzt zusammen mit einem Klebepunkt. Immer so ein bisschen versetzt. So. Und dann noch die letzte Blüte. So, und die auch wieder so versetzt hier draufkleben. So ein bisschen so nach oben drücken. So, dann habt ihr schon so ein süßes Blümchen. So, und das klebe ich jetzt auch wieder mit einem Glue-Dot hier auf meine Kreise. So, ein bisschen mittig. Oh, ja, kein Klebepunkt drauf. Ja, ihr seht, passiert auch mir. Also nochmal von vorne, Klebepunkt von hinten anbringen an die Blüte und auf die Kreise draufkleben. Blume noch so ein bisschen so zurechtzupseln. So. Ist sie fertig? So, und ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, diesmal keine Perlen verwendet, sondern ich, upsala, habe jetzt hier hergenommen die faszetierten Glitzersteine in Gold. Denn ja, die Quasten, die haben ja hier auch so einen goldenen Ring und hier dieses goldene Bändchen drum gebunden. Da habe ich mir gedacht, man kann ja dann auch mal mit Gold arbeiten und mit was anderem als Perlen. So, und dann klebe ich die einfach hier drauf. Und dann ist dieses, ja, kleine verzierte Embellishment schon fertig. Von hinten auch einfach wieder an Dimensional aufkleben. So, Schutzfolie abziehen. Und dann hier mittig auf unsere Verschlusslasche kleben. So. Und die wird jetzt hier an den Karton geklebt. Dafür gebt ihr hier einfach auf dieser Lasche hier wieder Flüssigkleber auf oder doppelseitiges Klebeband. So.
Dann legt ihr euch die einfach hier so hin und legt den Farbkarton so hier drauf. Bleibt mit der Unterkante, ihr seht das hier mit der Kante von dem Farbkarton, ein bisschen unter dieser Falz. Wow. So. Solltet natürlich auch warten, bis der Kleber ein bisschen angezogen ist. So, und dann drückt da einfach kurz mal den Karton zusammen. Ihr seht jetzt hier die Falzlinie. So, und dann klappe ich die einfach kurz um. So, und dann schaut ihr einfach, dass hier die Kante bündig mit dem Farbkarton ist und die Kante bündig mit dem Farbkarton. So, und dann drücke ich das einfach mal kurz eben zusammen, halte das mal kurz eben fest, damit der Kleber von hinten hier eben so anziehen kann. So. Und dann ist die Verschlussklappe schon fest und die Lasche ist jetzt fest. So, das sollte jetzt reichen, genau. So, und jetzt habe ich hier so kleine Magnete hergenommen. Ihr könnt euch so Klettverschlüsse hernehmen, das geht auch, um die Tüte zu verschließen. Ich habe jetzt hier die Magneten hergenommen. Wo ich die immer kaufe, setze ich euch mal hier unten in die Infobox. Da könnt ihr mal nachsehen, wo ich die Magneten immer kaufe. Das sind so selbstklebende Magneten, ne, mit Vorder- und Rückseite. So, und ich ziehe jetzt einfach hier von der einen Seite die Schutzfolie ab. So. Und dann setze ich den Magneten genau hier unter dieses ausgestanzte Loch. So. Und dann drücke ich den Farbkarton zusammen. Ziehe dann hier die Schutzfolie von dem anderen Magnetstück ab. Und drücke dann die Lasche hier so fest. So, ich merke jetzt, hier sitzt der Magnet, da drücke ich noch so ein bisschen fester drauf, damit das auch hält. So, und dann können wir vorsichtig die Lasche aufmachen und so schnappt dann der Verschluss zu. So, und jetzt fehlt natürlich noch der kleine Spruch. Den findet ihr auch hier im Stempelset, alles im Block. Also dieser Spruch passt auch, dieses Hallöchen, dieses Willkommen passt und dieses Toll gemacht, das passt auch noch drauf. Der herzlichen Glückwunsch ist ein bisschen zu lang, den könnte man eventuell aber auch hier in der Mitte einfach durchschneiden und dann passt auch herzlichen Glückwunsch so untereinander drauf geklebt auf diese Verpackung. Ich nehme jetzt hier den Spruch für dich. So, den stempel ich mir auch wieder auf flüsterweißem Papier auf. So, auch wieder gut zur Resteverarbeitung. Ihr wisst ja, wir wollen ja langsam ein bisschen alles wegarbeiten. Das muss ja auch mal sein. So, einfach aufstempeln. Da braucht ihr auch gar nicht gucken, ob schief oder gerade gestempelt, denn wir können ja hier wunderbar mit der Schere an diesem Spruch entlang schneiden, weil diese ja, Wörter ja in so einem Block geschrieben sind. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Name alles im Block gegeben worden für dieses Stempelset. So, und ich lasse hier gerne immer noch so einen kleinen Rand, so einen kleinen weißen Rand an der Seite stehen. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt natürlich auch sofort hier an dem Spruch selber entlang schneiden. So. Dann ist das auch schon fertig. Von hinten kurz in Dimension aufgeklebt. Hier habe ich jetzt die großen gehabt. Die habe ich einmal zerschnitten in der Mitte. Der wird jetzt einfach hier so aufgeklebt. Schutzfolie abziehen und dann einfach hier so in die Ecke setzen. So, und damit ist ja die kleine Tüte schon fertig. Wie ihr sehen könnt, total schön und total schnell gemacht und mit den Quasten, ja, einfach eine süße Idee, finde ich. So, meine Lieben. Das ist es für heute schon wieder gewesen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.